Es spawnen einfach keine neuen mehr. Aber immerhin jetzt. Ich hätte ihn fast nicht gesehen. Ja, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt mega nervige Quests gemacht. Ungefähr 15 Stück. Und ja, mir regt es langsam auf. Wir gehen jetzt runter und leveln dort. Hä? Jetzt haben wir noch weder Orks zu töten. Ja, machen wir die noch. Gut. Ja, ich finde es toll, dass das Projekt weiterhin so gut ist. Bald ist ja der 50. Part. Und ja, ihr wisst ja vielleicht, ich bin ja einer, der eher so ein bisschen Mathematisches macht und auf 66 Parts dann wartet für ein Spezial, aber die dürft mir gerne zum 50. Part beglückwünschen. Ist ungefähr der 400. Part. So viel Let's Play, die ich schon gemacht habe von Regnum. Aber ich freue mich immer wieder. Auch weil die Leute ja dann auch etwas zu schreiben haben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute wollen nicht so gerne bei mir schreiben. Keine Ahnung wieso. Oder weil es einfach ist, weil ich halt nicht so der super Gentleman bin und alles mögliche, nicht der Werbemacher bin, wird so wenig bei mir geschrieben. Aber ich mache ja immer wieder ja tolle Sachen. Also ich schreibe jetzt zum Beispiel jedes Mal, schon lange, also schon immer, aber ich schreibe jedes Mal etwas dazu, wenn halt irgendwas auch ein bisschen etwas ja, auch hilft. Also ich kann ja zu einem ja hallo, kann ich ja eigentlich nicht schreiben, einfach hallo zurück. Aber wenn ich etwas schreiben kann, schreibe ich natürlich immer zurück und beantworte auch jede Frage. Aber es sind meistens die Neuen, die halt eine Frage stellen. Ihr dürft jederzeit Fragen stellen, ihr dürft jederzeit wünschen. Und ich finde es eben toll, dass es nebenbei auch ein bisschen in den Kommentaren sichtbar ist und vielleicht auch mit den Likes. Es ist ja mir nicht so wichtig, ob ihr liked oder nicht, aber ja, wäre schon schön, auch mal einen Let's Player zu sehen, der nicht nur durch Betteln Likes bekommt. Weil das ist heutzutage wahrscheinlich so, ich sehe Let's Player, die ganze Zeit in den, also am Anfang, in der Mitte und am Ende schreiben, sagen die ganze Zeit, sie wollen doch gerne Likes haben und so weiter. Und das finde ich schade. So muss man es dann sagen. Ja, ausweichen, Nudeln. Ah, sind noch ein bisschen zu hoch. Ich dachte, die sind jetzt nach 35 schon ein bisschen. Aber wir gehen ja relativ gut. So. Ja, geben noch nicht so viel, aber wir haben wieder einen Bonus. Und CHG heißt Charakter. Haupt. Ja, keine Ahnung, was das heißt, aber der Rillenbonus ist dann seit zwei Tagen, glaube ich. Jo. Leveln wir doch ein bisschen. Hier hast du noch eins auf die Fresse. Geht nicht so gut. Das Problem ist bei den nordischen Gegnern, sie weichen halt eigentlich recht oft aus. Also, wir machen noch ein paar Quests weiter, ne? Ja. Ja, ich will ja immer noch recht schnell wieder in dieses Level mit dem Schützen kommen, um auch ein bisschen
in den Reichsschlachten wieder kämpfen zu können. Das ist ja das, was das Spiel ausmacht, was eigentlich sehr viel Spaß macht auch. Für Neulinge macht es eventuell nicht so viel Spaß, weil sie denken, ja, das sei so kompliziert und ich komme nicht raus und so weiter. Es ist ja eigentlich eher taktisch. Wenn man die Taktik raus hat, ist alles leicht. Dass ihr einfach abhauen müsst, wenn ihr keine Chance habt, oder? Und da ja der Farmanteil beim Schützen relativ schwach ist, ohne Schützen, gute Schützen-Item, ja, habe ich jetzt mal gesagt, ich mache hier einen Barbar jetzt. Tja, und der kommt gut. Der ist so stark. Kann ich lange leveln. Der wird schnell 48 wieder Schütze. So, wir gehen nach Gokstadt müssen noch und Fuhler Elborg. Elborg ist hier oben. Okay. Abgeben. Und dann... alles hier wird leer. Ich nehme die Quests noch an hier. Lassen mal eine Quest nicht aktiviert und gehen mal nach Monsognir. Ja, ich müsste nach Arkesborg gehen. Ja, sind momentan viele Eisen on. Ist am besten jetzt. Danach muss ich nach Trelleborg. Gut. Ja, schon wieder wilde Orks. Ihr betreibt es langsam. Hier ist ein Stein mit auf dem Weg. Mit einem Amber. Ha. Na gut. Scheinbar haben die Gegner manchmal eine Ruhephase, wenn zu viel getötet wird oder so. Auf jeden Fall hatte ich bei den Goblin-Lehrlingen extreme Nachschubprobleme. Ich hatte wirklich 3-4 Minuten gewartet, bis endlich mal wieder eine rauskam. Das waren ungefähr 6 gleichzeitig, also schon extrem. Hä? Der Papa, der fräst alle weg, wie die Sau. Ja. Also es ist eher so meine Charakterklasse. Ich bin ja so ein richtiger Hack-and-Slay-Spieler. Ich brauche die Action. Und da ist der Baba einfach prima. Aber ja, 2 Handwaffen sind halt zu langsam. Ich muss unbedingt dann irgendwann mal eine gute linke Einhandwaffe haben und dann... ja, Normalschwert, das muss jetzt... ja, das muss eigentlich das Stärkere sein, also eigentlich gute, normale Waffe. Normale Einhandwaffe. Schauen wir mal kurz, wer am Bind ist. Können wir gleich den Weg folgen zu Ackerborg. Ja, außerdem gehe ich ja jetzt nach Twitch und lade es dann später hier hoch auf YouTube. Aber auf jeden Fall möchte ich einfach mal versuchen, wie gut man dort ankommt. Weil auf YouTube das Problem ist, es gibt viel zu viele Videos und Livestreams. Da hat man einfach keine Übersicht mehr auf die jungen, noch relativ niedrig besetzten Let's Player. Tja, und deshalb haben wir einfach das Problem, dass wir so nicht weiterkommen, oder? Ich möchte gerne mit euch livestreamen, den ganzen Tag eigentlich. Aber
Man findet einfach keine. Oh, hallo. Welches Level? Ist unmöglich. Kein Problem für uns, wir sind ja Baba. Ich finde es gut, dass die nicht mehr so aggressiv sind. Also irgendwie haben sie den Frust ein bisschen abgemelkt. So, jetzt nach. Was besiegt ein Spiel aus Ignis? Ich hätte ihn besiegen sollen. Die Leute sind halt nicht hier momentan. Oha, hier nach oben. Also das ist ein Fehler. Schau, wir müssen hier reingehen. Voll die geilen Bugs. Und hier. Cool. Nicht schlecht. Beste Bugs. Tja, dann gehen wir halt wieder zurück und warten die Quest. Wir sind ja noch nicht das Abgeben. Ist nicht zwingend nötig. Jetzt gehen wir mal geradeaus hier. Eventuell tötet uns ein Spiel, das ist gut, dann sind wir gleich im Monzug hier. Ach komm. Ich habe keine Lust zum Reisen. Hier, Piks. In den Arsch pieken. Los, tötet mich. Ich habe 4000 HP. Boah, es geht lange, bis ich tot bin. Los, jetzt knackt mich. Ihr Feiglinge. Dankeschön. Monsogne. So. Okay. Wow. Wie die Werwölfe. Nervig. Also hier hätten wir noch Quests. Sicher für Level 4. Junge Greif. Eier vom jungen Greif. Ist unmöglich, der Gegner ist zu schwer. Wir müssen rückziehen. Nick Olle. So. Oh, 4 Schaden. Oh, 5 Schaden. Ich sterbe. Pfeifen. Großes Pfeifenkraut. Support raus. Stellen. Hey Gott, oh Gott. Das ist ein schwerer Kampf. Und der geht noch so lange, wenn ich nicht treffe. Ja, ja. Los, besieg diese Monster. Einfach mal besiegen. Prima. Monsterjäger. 1000 Monster erledigt oder wie viel? Ja, 1000. Sehr schön, die Hälfte geschafft. Vor 5 Level. Absolut 20 Reisaufgaben. Machen wir ja nicht so viel. Da haben wir es erst jetzt bekommen. Andere würden das nach Level 20 bekommen. Aber eben, sie sind sowas von unnötig, solange man es nicht... Ah, jetzt haben wir eine grüne Quest. Okay. Nach Birka.
Also, los. Und dann nach Gokstadt, hä? Egal, wo die Quests hängen. Könnten wir dann Level Air am Wasseraltar, hä? Ja, wir werden schon relativ schnell Level 36. Ich hoffe, dann sind sie endlich nicht mehr orange, sondern gelb. Können sie besser besiegen. Jupp. Dann ziehen wir das mal durch im Livestream dann, hä? Dass wir schneller Level 48 werden. So. Los, vorwärts. Ich habe wieder keine Geduld. Das Spiel ist einfach immer gezogen. Würden die das nicht so gezogen machen, wird es natürlich viel, viel, viel spannender sein. Sichtbar, oder? So, und jetzt? Wieder zurück. Nein, jetzt gehen wir nach Gokstadt. Wir haben es gesagt. Vorwärts. Ich steig nochmal kurz aus. So. Aufsteigen, hopp. Ist immer so. Der Speer wird immer so getragen. Ich dachte, ich könnte ihn auf den Rücken binden. Ist das wahrscheinlich zu lange? Man muss ihn so tragen. Man sieht das nicht gerade interessant aus. Denke mir jetzt gerade, wie der Bug sein kann mit der Karte. Haben die da die Gebiete einfach irgendwie falsch eingefügt? Haben die Komma vergessen im Log? Oder, keine Ahnung. Aber vor allem, wie kommen die darauf, dass es dort hinten irgendwas ist? Ein Spiel von Ignis ist dort ein Spiel von Ignis vielleicht. Kann alles sein, hä? Finde ich lustig. Wenn jetzt ein ganz Anfängerspieler oder einer, der einfach keine Ahnung von Bugs hat, dort suchen würde, der würde sich ja mega aufregen, wenn dort wirklich keiner ist. Könnte es doch sein, einer, der Level 1 ist, kurz abhauen, eins schlagen. Als 1000 Parts Spezial können wir alle mal einen Level 1 Charakter nehmen und dann zum Gegner laufen. Das Tor einprügeln. Tja. Was würden die Gegner sagen? Was würden sie denken? Alles Level 1 Charakter. Nicht mal ein Schwert, nur mit den Fäusten. Die würden sich freuen. So übermächtige Spieler.
Ja. Ansturm der Kiddies. Level 1 Kiddie. Immer das Level 60er Geschnetzle dort vor dem Tor. Das ist sowieso langweilig. Lieber mit Level 1 Charakter alle vor das Tor belagen. Richtig viele Leute. So. Na, der hat nur eine Quest. Weg da. Also hier haben wir keine mehr, hä? Doch eine noch abgeben. Ja, die wilden Orks hätte ich noch töten können, aber ich glaube, die sind auch hier in der Nähe ein bisschen. Okay. So, dort wieder hin. Ah, yeah. Wenn es nur eine direkte Brücke geben würde. Okay, nächstes. Haluland, okay, dann. Prima, dass es auch in diese Richtung führt. Was könnte man sonst noch machen? So richtig irgendwas Lustiges. Eine Karnickelplage machen. Also wenn wir jetzt so Lustiges machen würden, dann würde ich sogar noch einen Charakter-Slot kaufen. Nur für einen Level 1 Charakter. Der Muli. Hasi der Muli. Vielleicht ein Fort umstellen. Alle die, egal welche Charakter sie haben, welches Level, einfach mal um das Fort stellen. Und dann alle auslachen, wenn sie einen angreifen oder töten. Genau. So richtig lachen. Okay, wilde Orks töten. Headquart von Orkmarder. Okay. Wir sind jetzt zu den Marateuren nach unten. Oh, ein Schatz. So. Wieder Ochse nach hier. Los jetzt, hopp. Vorwärts, du Schnecke. Wenn das im Real Life alles so langsam gehen würde, dann würde mir überhaupt nichts schaffen, einen Proof. Das würde sowas von Stau geben. Los, hopp. Knallt sie ab. Gib mir das Schwert. Los, los. Nächster ist dran. Schnetzeln. Stechen. Orient. Orient Express. Vorwärts.
Schnitzeln. Nicht schnell genug, ich muss schnitzeln. Da denke ich gleich mal der Unterschied zwischen Path of Exile und der Champions of Regnum. Dass so extrem langsam geht und in Path of Exile geht das in nicht sehbarer Geschwindigkeit. Schon heftig, hä? Aber es ist ja ein ganz anderer Spieltyp. Leider zum Mitleiden von anderen, die es gerne ein bisschen schneller hätten. Aber ich denke auch die Engine könnte das gar nicht darstellen. Die würde zusammenbrechen in 1000 Teile. Und ganz Neuseeland unter einem Erdbeben vergraben. Ja, Argentinien ist es ja. Neuseeland ist Grinding Gear Games. Aber, ja, die haben auch manchmal Erbim. Nein! Nein! Noch mein Vater. Also, ich bin jetzt das Let's Play und, ja, es ist auch schon relativ Zeit. Wir sehen uns dann. Im nächsten Part oder im Livestream oder sonst irgendwas. Okay, tschüss.